ziemlich früh am Morgen. Essen. Start. Wir sind hier beim Baldeneysteig Ultra. Basu genannt. Ja, Ultra ist gut, weil wir sind beide eigentlich finster entschlossen, vernünftig zu sein und heute tatsächlich nur eine Runde zu laufen. Das sagen wir natürlich nicht vorher, wir gucken mal, wie es geht. Ich will versuchen, ob ich den mal vernünftig laufen kann. Mein Physio schimpft sowieso mit mir. Wird schon irgendwie klappen. Ja, hier ist der Kanu-Talentschuppen. Da bin ich raus. Yvonne ist auch da. Samstag normalerweise. Oh, guck mal, die Birgit ist auch schon wach. Moin Birgit, Ralf. Ja, ja. 5, 2, 3, 4. So, das Sammelbuffet zum geregelten Kalorienaufbau nach einer Runde sieht schon ganz gut aus. Claudia gibt gerade ihre Franzbrötchen ab. Vegan. Mal gucken. Aber ist ja nur die Milch anders. Das sollte gehen. Bin ja mehr so der Hacksteak-Typ. Die Gabi ist die Königin des Einlochens. Die hat sowas von symmetrisch die Löcher gemacht. Das ist so nicht richtig. Nach dem Stauwehr. Nach dem Stauwehr, wenn du dann hochkommst, dann kommt schon der Friedhof. Da reden wir ja schon vom Friedhof. Ich bin irritiert. Ein bisschen doof immer. Hier schön durchs Naturschutzgebiet. Bei unseren wöchentlichen Seerunden laufen wir hier nicht lang. Da laufen wir immer durch Heisingen. Aber Steig ist halt hier. Schwarzen Viecher. Still ruht der Baldeneysee. Noch. So, das lange Flachstück nähert sich dem Ende. Gleich Schluss mit lustig, da geht es Richtung Isenburg nach oben. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt geht's hinauf. Juhu! So, jetzt kann man erst mal den alten Schweden bemühen hier. Alter Schwede. Mario läuft noch. Ja, ich bin hier. Ja, ich habe lieber ein bisschen Bewegung, läuferisch.
Ja, es wird nicht lustiger. So, komm hoch, geht schon wieder runter. So, und da wir ja auf einer veganen Veranstaltung sind, ist da vorne jetzt das Steakhaus. Sehr schön. Geht doch nichts über tote Tiere um Teller. Sorry, Marina. Chicago heißt der Schuppen. Recht schön gelegen, hoch über dem Baldini. Schöne Aussichten über den morgendlichen See. So, jetzt geht's wieder ab in den Trail. Ohne Stöcke, scheiße. Jetzt mal konzentrieren. Trailschuhe. Die nassen Wurzeln hier sind total tückisch. Muss echt aufpassen. Dazu mit Laub garniert, sieht man nicht. Und wenn du hier um den Steiß legst, das tut richtig weh. Also passen wir mal lieber auf. Schwung nutzen und hier wieder hoch. Läuft bei uns. Manchmal richtig schön hier im Ruhrpott. Sogar Fachwerkhäuser. So. Ohne Stöckchen, ohne Gels. Nichts dabei, der gute Thomas. Aber scheißegal. Ich VP. Ich werde schon ankommen. Also gut, das Ding mal wieder ein bisschen mehr zu laufen. Mal gucken, wie lange ich das hier durchhalte. So, und vor uns aus den entlaubten Bäumen taucht die Villa Hügel auf. Der Krupp'sche Familienstammsitz seinerzeit. Kam gerade die Frage auf über die Krupps. Müssen wir was erzählen? Nein, der letzte Krupp war ja Arndt von Bohlen und Halbach. Der ist, ich meine, sogar an AIDS gestorben. Irgendwann in den frühen 80ern. Der ist aber seinerzeit bereits von seinem Vater enterbt worden, weil er nicht sich in der Lage sah, das Firmenimperium weiterzuführen. Alfred Krupp starb 1967 und hat das Vermögen der Firma Krupp in eine Stiftung überführt. Den Kuratorium, der langjährige Vorstand Berthold Weitz noch lange geführt hat. Die halten auch heute noch die meisten ThyssenKrupp-Aktien in der Stiftung. Villa Hügel ist heute Museum. Ja, ja. Den Gustav Krupp haben sie ja nicht mehr vor das Kriegsverbrechertribunal bekommen. War zu alt und zu krank. Der Alfred hat ja noch ein paar Jahre noch gesessen. Wegen seinem Verhalten den Zwangsarbeitern gegenüber. War auch alles umstritten. Ist es auch heute noch. Wurde auch früher wieder freigelassen, weil man ihn brauchte. Mich stellt sich bei so Sachen immer die Frage, was hätte er tun sollen? Da haben wir noch mal einen schönen Blick, der uns im Sommer verwehrt ist. Auf die Villa Hügel. Hier ist das Pförtnerhaus der Villa Hügel. Hier geht's in den Hügelpark. Und für uns geht's weiter Richtung Tiergehege. Oh, Frankfurt. Ja, scheiße, schon lange kein Marathon. Ja, Frankfurt. Mein Lieblingsmarathon. Da war ich schon 8-mal. Eigentlich wollte ich da wieder hin dieses Jahr, habe ich ja schon wieder abgesagt. Ja, ist nicht schön. Ja, wir rauchen es echt klasse bei dem Marathon. So, sind wir gerade mal zu dritt. Da jemand aufgegabelt. Wie heißt du noch gleich? Caro. Caro, die Caro. Hier ist der Thomas, hier ist der Mario. Jo,
Caro ist extra aus Frankfurt angereist. Ja. Nur um im Ruhrpott einen Steig zu laufen. So schön ist das hier. 10 Minuten, 11 Minuten, da musst du ja auch nochmal 10, 15 Sekunden schneller laufen. Ja. Kilometer. So, es wird wieder felsig. Jetzt geht's hoch zum Wildgehege. Im Heißiwald. Macht der extra dynamisch, der Mario. Ja. Oh, ein Verpflegungsstand. 34 und 33. Nee, also richtig voll. Ja, dann kommt ja nichts mehr. Ist ja noch ein Stück. Ist gut, ist oder geht so? Ja. Die Strecke. Alles gut. Ja. So, ist am besten noch ein Schluck Cola oder so. Ja. Neulich mit der Cola-Flasche. Ja, die Mentor. Ja, mit dem Rechnen wird schon schwierig immer beim Laufen. Weil Laufen macht ja blöd und Langlaufen macht lange blöd. Aber da geht auch schnell wieder weg, der Blöde. Das ist gut. Ausgesucht. So. Natürlich auch. Da sind wir bei den Wildschweine. Am Wildgehege. Riecht so. Riecht so, ne? Lecker. Lecker, lecker, lecker. Volle Sule und halbe Sule. Da hinten sind sie. Mein lieber Hirsch. Wenn ich so Hörner auf hätte, würde ich mir Gedanken machen. So, auf den Höhen über Essen werden. Nee. So. Laufen wir gleich übrigens drüber, da hinten gleich. Da hinten ist der Regattaturm, die Regattastrecke. Da ist das Stauwehr, da endet der Baldeneysee. Und da vorne die große Kirche. Nicht die, sondern da rechts. Das ist die Abtei Werden hier in Essen. Das war so die früheste Besiedlung in der ganzen Gegend im Mittelalter. Wo ist der Mario? Ja, da ist er, ja, super. Jetzt noch mit Ruhe. Schau mal, richtig schön. So, gut. Ja, dann würde ich sagen, hat sich gelohnt, der Abstecher, ne? So, liebe Marina, wir halten uns an die Verkehrsregeln. So, da haben wir wieder auf den schönen Familiensitz der Firma Krupp. Ja, ist doch so schön. Was Krupp in Essen sind, wir im Trinken, ne? So, vorbei an weiterer Fachwerk-Idylle geht es jetzt das Südufer. Läuft noch ganz gut, aber ich werde schon wieder schief, wie der Mario sagt. Ja, dann ist es halt wohl wirklich besser, in einer Runde aufzuhören. Scheiße. Oh, da kommt eine ganze Horde. Und der Mario ist auch wieder da. Habt ihr extra auf mich gewartet? Ja. So, den Baum da vorne wahlweise unten durch oder außen vorbei? Unten hinterher mit einer Rolle. Genau. Oder oben drüber. Wow, alles luschen. Hier einmal einen Zaun, Thomas. Vielleicht geht das auch. Ja. Stromtherapie. Das sind Pferde. Da sind nur noch Fohlen dann. Ja, Flora und Fauna jetzt noch belehrt hier. Der niederrheinischen Hochebene. Hier ist Verpflegungsstand, Leute. Aber nur für Veganer. Ah ne. Sorry. Spaß muss mal sein. Da sind ein paar viele bei von euch. Egal. Nicht auf. So, Haus Scheppen. Altes Rittergut. Im Krieg abgebrannt, nicht wieder aufgebaut worden und jetzt zum Yachthafen. So, jetzt geht's hier wieder mein Lieblingstrail runter. Alter Schwede, ab zu Haus Scheppen. Ne, Haus Scheppen waren wir schon. Jui. Und das mit kaputtem Rücken, das ist geil, ne Mario? Ja, meiner ist ja so gut wieder heile. Ja, genau. Aber wie sagt der Trainer immer? Rutschig ist nur ein Problem bei Geschwindigkeit oder Richtungsänderung. Hier geht's lang. Wuhu! Haben's geschafft. Ja, okay. Haben wir eben drangehängt. Da ist er wieder. So, und vorbei an den letzten Martinsgänsen.
Das sieht wieder aus wie der Anmarschweg noch vor wo. Geile Brücke hier. Nützt nichts, mitten durch. Genau. Es gibt kein weniger. Danke. Hier wieder Schluss mit lustig hier. Alter Schwede. Da links ab da vorne. Mal ein bisschen aufpassen hier im Wald. Schnell verlaufen. Hier links. Hier sind wir richtig. Psychotherapie, Villa Kunterbund. Wir sind ja auch bekloppt. So ist nicht mehr weit. Für mich zumindest. Aber du hast jetzt einen Zeitpuffer. Wir sind ja ganz gut unterwegs gewesen. Also ich freue mich wirklich, dass ich mit Mario laufen konnte. Ich glaube, wir waren ein ganz gutes Team, ne? Caro auch. Und ich brauchte nicht allein laufen. Das fällt mir im Moment immer noch so ein bisschen schwer. Ist dann jetzt mal nach unserem Battle beim 5-Meilen-Lauf des letztjährigen Ballonathons. Das war was, ja. War eine ganz andere gemeinsame Nummer, ne Mario? Schon gemütlich. Genau. Naja, gemütlich. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Die Caro war ja auch ganz nett zwischendurch. Ich hoffe, die kommt heil an, hat sich nicht mit uns übernommen. Der Reihe schöner wohnenden Essen. Das ist, glaube ich, das, was man Zielschuss nennt hier. Trotzdem wieder höllisch aufpassen im Spiegelblatt hier. Alter Schwede. Vorsicht, genau in Kopfhöhe. Nichts für große Leute. Mario ist auch nicht Rattenzwerg. Und zum Skateboarden ist hier aber blöder Boden. Ne? Ja, ist alles relativ. Genau. So, und durch die schönen Neubausiedlungen geht jetzt wieder ans Ufer des Sees und dann sind wir da. Ich zumindest. Da ist er wieder, der Lago di Baldini. Jetzt von der anderen Seite. Museumsbahn. Das ist die Endspurtbrücke beim Blumensaatlauf hier. Ja! Chaka! Sauber, Mario. Sehr gut. War super mit dir. Ja, ein bisschen mache ich ja noch. Stoppt ihr beide oder bleibt ihr? Nee, ja, läuft. Ich Oh, zum Glück ist es eine Action-Cam. Genau, eine Action-Cam, die kann was. So Mario, Prost, ich wünsche dir alles Gute auf der zweiten Runde. Jo. Du machst das. Warst ein super Begleiter. Hat Spaß gemacht. Im nächsten Lauf gehen wir wieder zusammen Gas. Hau rein, alles Gute. Also vorbereitet. Sauber, Junge. Runde. Dann seht ihr noch gut aus. Hi Caro! Matthias! Ja, da ist der Hund ja auch wieder. Sauber! Und? Hast dich der neuen Gruppe angeschlossen? Ne? Ja, wir haben nochmal Gas gegeben hinten raus. Ja, ich hab's gemerkt. So, die Entscheidung ist gefallen. Ich habe die Medaille. Basu, da ist er. Da ist das Ding. War eine super Runde mit Mario. Hat richtig Spaß gemacht, mal wieder schnell zu laufen. 7,15er Pace auf dem Steig, kann ich echt zufrieden mit sein. War ein super Lauf, so wie ich es mir heute gewünscht hatte. Und wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ich bin schon wieder schief und ich höre jetzt auf. Ich würde es nicht zwingen. Die zweite Runde wäre in dem Tempo auch nicht mehr gegangen, sagt Mario auch. Also 6,5 Stunden wären wir locker unterwegs gewesen insgesamt. Ich glaube, es ist besser, sich jetzt mal ein bisschen frisch zu machen und aufzuhören. War ein toller Lauf. Ich hoffe, meine Frau kommt auch gleich. Und dann kommen wir zum Geburtstag vom Schwiegersohn-Kandidaten. Ist ja auch wichtig, dass man da aufschlägt. Der muss ja schließlich meine Tochter noch versorgen. Bis denne. Ciao. Nein, Hallöle! Hi! Shoppen, damit das nicht so wackelt. Und wie ist es gelaufen? Gut.
So, das ist ja ordentlich. Welche Zeit war da jetzt drin? 3,5 oder was? 3, 40 ungefähr. Sehr ordentlich. Ja, fand ich auch. Sehr ordentlich. Einmal posieren. Ja, das war er dann schon. Der Waldener Steig Ultra in Anführungszeichen, halber Ultra, eine Runde. Claudia auch etwa 3,40, war auch recht flott. So schnell war es auch schon lange nicht mehr am Steig. Ja, aber deutlich. Und, ja, kannst du mal sehen, was alles geht. Ja, Big Shia hat den Vogel abgeschossen, die hat eine 2,43 gelaufen. Das ist schon ein Knaller. Also ich weiß, was für mich gerade schon die 3 Stunden 4 bedeutet haben. Da kann ich mir vorstellen, was 2,43 dann heißen. Ist jung und belastbar. Ja, die wiegt ja auch nichts. Naja, aber herzlichen Glückwunsch. Ganz toll. So, und wir hauen uns jetzt am Geburtstag vom Schwiegersohn-Kandidaten die Kalorien wieder rein, die wir gerade verplempert haben. Stimmt's? Auf jeden Fall. Meine Tochter hat bestimmt wieder tolle Torten gebacken. Na denn? Tschüss.